Recht herzlich willkommen zur 65. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier mit unserem Mon Alpha, oder wie hieß er? Oben Monar Alpha hieß er. Hier oben müssen jetzt da runter. Ja, und das ist unser Ziel jetzt. Da fliegen wir mal hin. Ja, der Luca und der Dralo, die hatten mir noch ein paar Tipps gegeben. Insgesamt habe ich wohl alles richtig gemacht. Ja, und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier so langsam runterkommen, ne? Dafür müssen wir Retrograde, heißt das. Sag schon, fliegen, steuern. Da. Nee, genau falsch rum. 180 Grad gedreht. Da ist es. So, und dann müssen wir Höhe verlieren, dass wir da runterkommen, ne? So. Also Y ist es nicht, es ist Z mit Vollgas hier. Das war auch da. Oh, was macht er denn jetzt? Gehen wir gerade auf der Karte. So, ah, wir haben schon die Periapsis verlassen. Weiß jetzt nicht, warum der eben umgedreht hat. Wäre schön, wenn wir noch in der Sonne, glaube ich, landen, ne? Die ist doch hier, ne? Auf der Seite. Ja, das würde bedeuten, wir müssen noch ein bisschen weiter brennen. Wäre schön, wenn wir hier runterkommen, würde ich sagen. Gut, da ist gleich so ein großer Krater. Den sollten wir vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Vielleicht ist er zu uneben. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber jetzt gehen wir wieder in diese Ansicht. Warum er da eben umgedreht hat, weiß ich nicht. Okay. Kerbin geht gerade auf. Und ja, ich muss gucken, dass ich jetzt diese Landung hinkriege, ne? Ich glaube... So, ich müsste... So weiter und dann mal ein bisschen brennen. Ich glaube, dann verlieren wir noch an Höhe. Wo ist denn die Sonne? Die ist gerade weg. Bin ich doch in der Schattenseite. Ich dachte, ich würde... Oder ist die da direkt hinter? Nein, ne? Naja, ist halt so gerade. Wir sind noch relativ schnell unterwegs. Aber auf der Karte ist doch hier eigentlich nicht Schatten, oder? Oder geht... Ach, der geht da gleich wahrscheinlich erst auf, ne? Wir sind aber schon hier, ne? Da müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Gut. Fliegen wir mal weiter. 4000 Meter, aber das ist hier schon noch ein bisschen hoch, ne? Das Gelände. Es ist also nicht 4000 Meter, sondern... Ach, 14000, okay. Und 11000 ist es, also es ist relativ hoch hier. Ich würde jetzt aber gerne noch ein bisschen so weiterfliegen. Und wir müssten noch weiter rum. Sieht gerade aber nicht so aus, als ob das klappt, ne? Kommen nicht in die Sonne. Ja. 8000 Meter. Kommt die Sonne raus oder nicht? Nee. Sehe ich irgendwo schon einen Schatten von mir? Auch nicht. Ich glaube, wir müssen mit der Geschwindigkeit jetzt runter. Und dafür würde ich gerne noch ein bisschen mehr aufrichten, glaube. Weil...
Es sind ja doch nur 2000 Meter und wir sind verdammt schnell. Wir sind verdammt schnell. Aber ich glaube, ich gewinne wieder an Höhe gerade. Langsamer werden. Ist so. Wenn die Sonne gleich aufgeht, ist doch alles gut, oder? Nee, so nicht. X und die Anziehungskraft müsste jetzt dann wirken, ne? Schönen Landeplatz aussuchen, oder wie ist das? Was macht denn der? Die Karte. Okay. Puh. Bin gespannt. Wir gehen 1800, 1700, wir fallen runter, so ist nicht. Das würde bedeuten, wir müssen einmal so brennen, ne? Dass wir erstmal noch, vielleicht doch noch um die Ecke kommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwo sehe, wo ich bin. Schatten. Sehe ich nirgendwo ein. Nö. Ich glaube, wir müssen jetzt gerade auch Gas geben, damit wir nicht abstürzen. Ein bisschen dagegen. So, wir gewinnen wieder an Höhe, glaube ich. Also ich würde das schon ganz gerne noch gucken, dass wir da rumkommen, ne? Um in die Sonne zu kommen. Kann man hier jetzt irgendwie eigentlich ein Dingens machen? Ein Test? Naja, ich glaube, wir lassen das gerade besser wegen dem Strom auch, ne? Wie ist denn so mit Batterie? Ach, ist ja voll. Tja, dann würde ich fast sagen, lass uns mal ein bisschen bremsen und gucken, dass wir irgendwie gelandet kriegen, ne? Das war die falsche Richtung. Wir sind aber am Fallen, oder? Ja, doch, jetzt sind wir wieder am Fallen. Ich glaube, wir waren gerade nicht am Fallen. So. So, 40 ist ja schon mal eine annehmbare Geschwindigkeit. Wir sind aber gerade am Steigen. Okay. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen korrigieren in diese Richtung. So, ich glaube, jetzt fallen wir nur noch. So. Ich
Geschwindigkeit nimmt zu. Nochmal so korrigieren. Und dann so wieder. So, macht einen ganz guten Eindruck eigentlich, ne? Jetzt ist nur gerade die Sache, wie sieht's mit dem Landeplatz aus? Hier ist auf jeden Fall duster, ne? Und ich glaube, wir müssen nochmal in diese Richtung etwas korrigieren. So. Langsam runter. Fünf Meter, sechs Meter waren es oder sowas. Dann steigen wir schon wieder. Nur 400 Meter. Sieht alles nur so knapp aus, ne? Ne, 300. Ich glaube, das ist hier gerade eine schlechte Stelle, ne? Ist so schräg. Oh, das ist direkt am Kraterrand. Ich will hoffen, dass es klappt. Ich glaube, jetzt geht's gerade wieder hoch, ne? Oder? Nee. So. Kriegen wir das noch hin? Meter. Ist nicht viel, ne? Jetzt gehen wir wieder hoch. Schisser. Meter nicht fallen lassen. Da ist ein Schatten. Kann ich mich orientieren? Na. Na, jetzt kriegen wir es aber mit der Angst zu tun. Na, fast aufgesetzt. Und dann tack zu lange. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Super, und nicht umgekippt. Cool. Ja, Thermometer ist nur das da, ne? Temperatur messen. Wunderbar. Wie sieht's hier aus? Ist voll da. Ich glaube, wir haben hier keine Sonneneinstrahlung. Wäre es jetzt Keep Data besser? Oder? Ach komm, wir machen mal einmal. Funktioniert, ne? Ist auch nicht so schlimm. Und dann ist das das... Ne, das ist die Antenne. Wo ist das Barometer dann? Stehen ganz schön schräg hier, ne?
Den Scan machen wir auch noch. Nein, passt. So, das würde bedeuten, wir sind mit der Geschichte durch. Haben wir hier geschafft. Stressig? Nein, nicht stressig. Hat gut funktioniert, denke ich. Ja, wir stehen jetzt hier. Ich denke mal, für die Runde soll es dann auch reichen. Wir haben noch ein bisschen Sprit. Wir werden dann nochmal hochjumpen und weiter rüberfliegen und dann gucken, dass wir zur Sonne kommen vielleicht. Und von dort nochmal eine Landung anstreben in der nächsten Folge. Ja, und dann, na, wir sind jetzt irgendwie in so einem Krater gelandet. Und dann wird wahrscheinlich der Sprit auch alle sein und dann war es das auch. Gut, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.